herzlich willkommen heute zur neuesten Webisode von Rockhead. Hier wird auch Podiumsdiskussion bezüglich des neuen Albums. Ich glaube, es heißt Super Clean. Ja, eure Meinungen dazu bitte. Ja, eigentlich lustig war es, wie es zu der ganzen Geschichte überhaupt gekommen ist, weil wir ja eigentlich Akustikset für so einen Geburtstagsgig brauchten. Und dann haben wir halt die Songs mit akustischen Instrumenten versucht, was dann recht gut funktioniert hat. Mhm. Und wobei wir uns dann gedacht haben, ja, da könnten wir ja was draus machen. Und vor allem, wenn wir gewusst haben, dass jede Menge Leute eigentlich sich jahrelang schon darauf freuen täten, wenn wir endlich mal was Akustisches machen, dann haben wir die Chance genutzt. Das kommt was wert. Ich setz mich jetzt auf. Was? Ich setz mich jetzt auf die Schachtel, damit ich da reinsingen kann ins Mikro. Das ist dein Instrument jetzt, du kannst. Was ja so besonders ist. Der Mann an der Ukulele. Ja, super ist das halt, dass wir das mit so einem Raummikrofon, also dass wir sehr viel mit Raummikrofonierung gemacht haben und das Ganze live aufgenommen haben. Also das, was man da hört, das ist das, was da wirklich stattgefunden hat. Wir haben diese Magie des Moments eingefangen und aufgenommen. Da drinnen schäbert es nicht. Da ruffelt sie in der Kiste. Sehr gut, das. Die Gitarre schäbert auch. Hören wir mal. Spielerisch war es cool, oder? Ja, ich schon. Wenn ich nicht zu sehr die Renanten habe. Nein, ich möchte noch nicht probieren. Hat es lange gedauert, die neue Single zu schreiben? Eigentlich nicht. Nein, die war eigentlich schon in Grundzügen fertig. Smile drin. Die erste Single-Auskopplung von der neuen CD heißt ja Smile.
Was war der Hintergedanke bei dieser Nummer? Ich meine, um was geht's? Angefangen hat alles mit der Ukulele. Also, Hintergedanken hat es da glaube ich nicht gegeben. Der Thomas hat sich die Ukulele gekauft und hat diese Melodie gespielt und nicht mehr aufgehört, diese Melodie zu spielen. Bis wir dann beschlossen haben, machen wir was draus. Oder? Irgendwas anderes dazu zu sagen. Stimmt, das war dann teilweise schon sehr nervig. Und damit man das irgendwie los wird, geht es einfach manchmal nicht anders. Man muss das verarbeiten. Man muss es verarbeitet. Ja. Ja, Herr Perry, bitte. Wie war es denn? Gewähren Sie uns einen Einblick hinter die Kulissen. Also meiner Meinung nach war das so. Meiner Meinung nach war das so, dass ich irgendwann einmal das iPad ausprobieren wollte, immer mit einem iPad Musik aufnehmen kann. Und da habe ich mich hingeguckt mit diesem kleinen iTrip-Teil und mit der Western-Gitarre und habe diese komische Melodie da entwickelt. Und diese komische Melodie habe ich dann auf der Suche des fünften Songs vorgespielt. Glaube ich. Da haben wir gesagt, okay, das kann funktionieren. Und dann haben wir das weiterentwickelt und verarbeitet. Welchen Punkt kamen die Mundharmonikas dazu? Von Anfang an war das geplant? Also weiß ich habe es von Anfang an geplant, aber ja, Tore war ein bisschen skeptisch. Stimmt. Es wird nicht umgekehrt. Es hat am Anfang noch anders gelungen. Aber es hat sich dann entwickelt während der Aufnahme. Mhm. Hat man das üben müssen? Oder konnte die einfach Mundharmonika spielen? Also ich hab's üben müssen, deswegen hast du Thomas gespielt. Für uns war das auch besonders interessant, die Songs von vorher, die die Leute vielleicht schon kennt haben, umzuschreiben auf Akustikset und das teilweise neu zu interpretieren, zum Beispiel Mexiko-Song und Rocka Padova. Und wir haben für Maybe dann kurzfristig noch einen Special Guest für uns gewinnen können, die Bernadette, die dann ganz spontan nur vorbeigeschaut hat und die Geige für Maybe eingespielt hat. Und würde ich jetzt hoffen, das ist die beste Version der Welt. Cool. Oh ja, die ist sauber, das sind keine Gixer. Phrasierung ist auch schön. Also eigentlich kann man die so passt. Finde ich. Ja? Nehmen wir da, oder? Das Ganze kann man die, glaube ich, nehmen. Voll. Sehr wahr.